Das System, wie wir da so haben, das kann es uns keine Firma bieten. Direkt vom Silo, am Fuhrertisch, ohne dass ich jetzt was machen muss. Es ist, sage ich mal, einzigartig. Wir sind da in Ordag, im wunderschönen Mostviertel daheim. Und ich habe den Stall neu gebaut. Und ja, die Einzigartigkeit macht da aus, ich habe halt mehrere Roboter, glaube ich. Angefangen von Fütterungsroboter, Einstallroboter, Melkroboter, Spaltenroboter und ein Kälbertränkeautomat. Was Neues von der Firma Wasserbau ist, sind die zwei Lifts. Ich bin das jetzt einen Sommer gefahren. Ich habe heuer zum Beispiel keine Probleme gehabt mit Nacherwärmungen. Aktuell wurde zum Beispiel bei den Kühen 6-mal täglich frisch. Das heißt wirklich frisch vom Silostock in Shuttle Eco, dann wird noch die TMR zusammengemischt und dann kommt schon zu den Kühen. Und das ist halt das Futter. Das ist halt wirklich aber 35 Grad immer frisch und saftig und halt perfekt. Zum Beispiel über eigene Jungviehration, ich habe eine Stierration, ich habe eine Kalbinnenration, ich habe eine Trockensteerration. Ich habe eine Transitration und ich habe noch eine Kuration. Das sind quasi 16 Fahrten am Tag. Und das kannst mit einer normalen Mischung so gar nicht füttern. Ein Lift steht im Großsilo drin und der andere beim Maissilo. Und so kann ich halt prozentuell wirklich jede Ration perfekt abstimmen. Und man sieht da, dass sehr zufrieden sind, weil ich sage mal, auch wenn jetzt einmal der Shuttle einfüttern tut, stehen vielleicht, sage ich mal, 30-40% von die Kühe auf und gehen fressen. Weil die restlichen sagen, hey, ich habe es mir gerade so gemütlich gerade in meinem Bettal und ich weiß, der Kollege kommt ja in 4 Stunden wieder mit einem frischen Futter. Ich meine, wir waren vorher in einem alten Stall, der war 1985 gebaut und da haben wir halt zu zweit gebraucht, quasi 2 Stunden. Aber da bin ich sag's mal so, da bin ich marschiert. Und jetzt ist es so, dass ich an einem normalen Tag zwischen 40 und 50 Minuten oder einer Stunde alleine. Aber da renne ich jetzt nicht. Also Flybit ist arbeitstechnisch, sage ich mal, ist das eine andere Welt zu früher, weil früher bin ich halt am Futterboden auf, hab mit der Hand das ganze Stroh runtergehauen, was schon so eine gemütliche halbe Stunde braucht. Und jetzt ist es so, wenn ich es traurig habe, habe ich den Flybit befüllt in 3 Minuten und wenn ich mir Zeit lasse, sind es 6 Minuten. Und es geht halt einfach ziemlich schnell und der Strohverbrauch ist halt auch extrem zurückgegangen, weil früher hast du jetzt halt eine gescheite Matten hier da. Und jetzt kommt halt immer eine komplette kleine Schicht und wirklich perfekt auftaucht mit den Streudöller. Das haut eigentlich richtig gut hin und kann ich eigentlich anderen auch noch empfehlen. Servicetechnisch, wenn ich ein Problem habe, da ist sofort wer da, es haut richtig gut hin und ist eigentlich, sage ich mal, perfekt.